Männer, denkt dran, wir spielen heute im Frühlingscode. 191, das ist der Frühlingscode. Eine Minute Spaß, 9 Monate warten und ein mehr mit am Tisch sitzen. Das ist ja keine Bundesliga am Wochenende. Ich habe erst gedacht, wieder so ein langweiliges Länderspiel. Nee, jetzt machen die DFB-Pokal-Halbfinale am Freitag und Samstag. Auch alles anders. Dazu noch irgendwie 32 Nachholspiele. Ne, Holstein Kiel und Hertha BSC Berlin, die haben englische Woche und können überhaupt nicht international spielen. Kevin! Boah, ey, der ist so hohl. Sein Zahnarzt setzt zu ihm. Sagen Sie mal, wie sieht's denn eigentlich aus mit Prophylaxe? Und er so, ja, die angel ich im Sommer wieder in Norwegen. Ja, und Nagelsmann wechselt von Leipzig nach Bayern. 25 Millionen Euro. Für einen 33-Jährigen, der die ganze Zeit nur auf der Bank gesessen hat bisher. Aber gut, der ist ja auch Trainer. Ne? Was ist denn so teuer an dem? Die Klamotten können es ja nicht sein. Ne? Ich glaube ja auch, der Brazzo, der denkt bis heute, der hat einen Stürmer gekauft für die Kohle. Ja, und die Bayern-Fans, ne, die stellen zur Begrüßung vom Nagelsmann erstmal so ein riesen Zirkuszelt an die Sebener Straße. Ne? Da hat der Nagelsmann in die Mitte gestellt und dann 10 Löwen rein und ein Lied von Max Giesinger. Ja, sicher. München ist München und Giesing ist Giesing. Und 2008 war der Nagelsmann schon mal Co-Trainer bei der U17, wo bei 1860 München. Kommt immer richtig gut an. Ablöse damals, ne, 2 Helle und eine Weißwurst. So ändern sich die Zeiten. Ne? Jetzt heißt es Weißbier statt Red Bull. Ne? Vom Dosenfabrikant zum Braumeister. Der Nagelsmann, ey. Hermann, zeig deine Waage 3 Tage lang. Eine Inzidenz unter 100. Erst dann sind nach 21 Uhr Öffnung deines Kühlschranks wieder erlaubt. Und dazu die Bifirol weg. Ja, und Atti Hütter, ne, hat beim Eintracht Frühjahrsputzen Lappen verloren. Führerschein abgegeben. Ne? Ja, sicher, ne? Die Strecke von Gladbach nach Frankfurt und wieder zurück, das muss ja auch mal getestet werden. Ne? Der Hütter hat einen Schnelltest also bestanden. Ich glaube, der Hütter ist so eitel, der hat das Blitzerfoto wieder zurückgegeben und hat gesagt, sauschlechte Qualität und viel zu teuer. Stefan, wie heißt eigentlich der nordische Gott der Ungeduld? Haversbald! Ja, und beim HSV, da ist alles wie im Film, ne? Da klingelt jeden Morgen der Wecker und dann heißt es wieder, und jährlich grüßt das Murmeltier. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott, ey. Ganz ehrlich, selbst bei Jurassic Park, ne, wenn wir hier schon von Dinos sprechen, ne? Das ist ganz geil, ne, wenn der T-Rex am Ende immer kommt und alles kaputt macht. Aber wenn das 5-mal hintereinander passiert, ne, dann wird es irgendwann langweilig und am Ende merkst du, irgendjemand muss die Scheiße ja wieder aufbauen und auch noch bezahlen. Stefan, hier deine neue Olle, die heißt auch, wie heißt sie? Marie. Hat die einen Doppelnamen? Nierte Rippchen? Ja, Marie, Nierte Rippchen. Ja, und am Wochenende geht's wieder los mit Maibaum, ne? Meine Jungs, so ein riesen Teil gefällt, ne? Haben sie oben die Trikots dran geknotet, ne? Damit sie, wenn sie den aufstellen, dass die auch mal an der Spitze sind. Ja, und mein Stefan noch ein Winnetou-Poster dran geklatscht. Jetzt haben wir einen Karl Maibaum. Ne? Ist ja ganz cool, 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne? Das ist wie RTL, die haben jetzt Lothar Matthäus als Fußballexperten und du brauchst jetzt auch keinen neuen Bachelor mehr, Carsten. Ferdinand, mit den Hirnhälften, ne, ist es bei dir wie mit den Socken. Eine fehlt immer.